So Leute, willkommen zum neuen Part Forza Horizon 4. Und wir machen heute die Wintersaison und wir starten mit dem mit dem Lamborghini Centenario und wir müssen zwei Rundkursrennen in der Straßenrennserie gewinnen. Und dann nehmen wir doch, wo ist denn hier eins? Wir nehmen dieses. Und ja, wir müssen Gewinn halt. Krasse Challenge. Ich hoffe, wir machen das. Aber eigentlich wird das kein Problem werden. Hoffe ich zumindest. ja. Aber es sieht bisher gar nicht so schlecht aus. Nur halt gucken, dass wir dranbleiben bisher. Oh. Bisschen spät gebremst. Oder sind wir Erster? Schönes Ding. So. Dann gucken wir mal, wo noch eins ist. Und das müsste eigentlich okay, nee, das mache ich mal nicht. Ich weiß, dass im Norden noch eins war. Hier. Mach mal das noch. Ja.
starten wir direkt rein. Einfach außen vorbeiziehen. Steilkurve. Das dürften wir wieder gewinnen. Ja, da sind wir Erste. Nice. So. Mal gucken, was wir als Nächstes machen müssen. Okay. Da muss ich die Fähigkeit mal wieder einschalten. Wo waren das? Hier. Ach nee. Ich bin nur wieder voll verwirrt. Hier. So, dann. Das heißt, wir müssen den fünfmal. Also, wir lassen den fünfmal durch. Und überholen ihn dann immer wieder, aber. Ja. Mal gucken, wie wir das machen. Also, das müssen wir 5 Rennen machen. Die will ich dann aber einfach im Zeitraffer durchlaufen lassen. Sonst würde es zu lange gehen. Komm hin, jetzt sehe ich. Sieh. Ist doch der vor uns, glaube ich. Oder? Ich weiß es nicht. Oh. Das ist der vor uns in Rot, der. Oh. Okay, ich lasse es. War doch kein Aventador. Müsste jetzt mal dem hier vorbeiziehen. Oh.
Boah, hier kriegt niemand die Kurve. Oder fast niemand. Okay, nice. Das haben wir dann schon mal. Ich muss gucken. Zählt das, wenn wir den durchlassen? Was ist denn? Ach, hier. Okay. Der springt noch drüber. Okay, dann haben wir, glaube ich, 3, wenn ich mich nicht täusche. Wenn das gezählt hat, gucke ich mal nach, ob das gezählt hatte. Genau, bei den Einstellungen ist es definitiv. Oh, wir haben es schon. Nice. Und wir müssen jetzt 12 Sterne erreichen mit PRs sonst. Was waren das nochmal? War das Sprünge? Ich weiß es nicht. Würde aber Sinn machen. Dann würde ich mal gucken. Dann könnten wir auf jeden Fall hier also das machen. Ach nee. Hier, das meinte ich. Ich hoffe, das war das. Okay, wir haben 5. Okay, dann machen wir das einfach jetzt nochmal. So, wie viele brauchen wir noch? Noch 2, okay. Nice. So, dann. Sollte das eigentlich auch reichen am Anlauf? Am Anlauf. Vom Anlauf meine ich natürlich. Ist ja 5 Meter davor, werde ich geblitzt, alles klar. Okay. So, dann haben wir das. Dann machen wir als nächstes genau den, aber von wo ist die Frage? Mit welchem Auto fahren? Ich glaube, hier macht Sinn, den. Okay, warte.
Ah, okay, von oben müssen wir den machen, okay. Vielleicht geht man auch mit dem hin, das weiß ich nicht. Muss 175 Meter schaffen. Ich glaube, das wird so schon mal nichts. So, dann würde ich jetzt sagen, machen wir noch das hier einfach mal. Obwohl es da draußen eiskalt ist, trotzen eine Menge Zuschauer diesem Wetter, um sich das Wintersaisonrennen anzusehen. Das hat ganz sicher nichts mit dir zu tun, oder? Jetzt haben wir auch ein mit Allrad. S1. Dann will ich dem noch einen kurzen Allrad einbauen. Nehmen wir einfach mal hier das Haus. Und bauen im 650er mal noch einen kurzen Allrad ein. Hier. Auch ein echt schönes Auto, muss ich sagen. Kriegen wir das hin? Oh, wir verlieren sogar. Aber ich weiß nicht, im Winter. Im Winter sollten wir das machen. Da können wir noch ein bisschen was anderes machen. Ich ein Rennfahrwerk reinmachen. Gewichtsreduzierung. Dann geben wir noch eine schönere Lackierung.
So, dann geht es jetzt zum Rennen an der Stelle. Und ich hoffe, dass unsere Einstellungen jetzt so passen. Aber eigentlich sollte das gut sein. Weil ohne Allrad im Winter ist es schon ein bisschen schwierig. Sind wir richtig schön sauber durchgekommen durch die Lücke. Der Wagen fährt sich aber echt sehr schön. Dafür ist McLaren ja auch endlich bekannt, dass sie gut in Kurvenlagen sind. Da haben wir auch gewonnen. Ja. Nice. So, da geht's jetzt zum nächsten. Oder besser gesagt, zur nächsten Veranstaltung. Die auch nicht weit weg ist von dem davorigen Ort. Ja, man hat im Vergleich zu der anderen natürlich einen Vorteil mit dem Allrad, den man hier auch sehr schön sehen kann. Und statt nach hinten zu gucken, werde ich nach vorne gucken. Oh. Da haben wir einen mitgenommen, aber das ja, lässt sich mit dem Rücksprung ganz einfach machen. Oder auch nicht. Mal gucken, ob wir es schaffen. Der Bentley zieht aber auch ordentlich an. Die Kurven haben wir nicht so optimal genommen. Eigentlich gar nicht. Da sind wir viel zu spitz reingefahren. Der Dunkelfort zieht am Bentley vorbei. Und wir ziehen hier gleich auch nach. Beim Bentley ist nicht so gut in den Kurven. Dunkelfort zieht uns auf jeden Fall nicht so schnell weg. Da fehlt ihm einfach die Power.
Okay, das ging leichter als gedacht. So, hilft aber auch hier hinter uns. Von der Strecke. Ja, die Kurve haben wir auch nicht so gut getroffen, würde ich aber mal so behaupten. Ist auch schon das Ziel. Zu sehen. Jetzt nicht übermütig werden und zu sehr in die Kurven reinfahren. Aber selbst das haben wir ja mit dem ersten absolviert. Ich glaube jetzt, selbst wenn wir Zweiter werden würden, würden wir trotzdem erster Platz sein. Weil, ja, niemand kann mit 12 Punkten jetzt aufholen. Das würde nicht passen. Das heißt, wir können uns eigentlich auch ein bisschen Zeit lassen, aber ne, wir werden hoffentlich doch wieder Erster. Bekommen wir noch ein bisschen mehr Geld, glaube ich. Wenn wir überall Erster geworden sind. Glaube ich. Bin mir nicht sicher. Aber McLaren sollte das hinbekommen. Ja. Ach ja, genau, du bist so eine Pfeife, wirklich. Bremst mich aus. Danke dafür. Lass mich mal durch, bitte. Bitte lass mich hier durch. Wenn ich in diesem irren... Boah, ja genau, danke. Und er wird immer rutschen. Junge, dreh mich doch nicht in die Endrunde rein. Achso, Junge. Lass mich mal durch, danke. Oh. Okay. Da haben wir jetzt ein bisschen verkackt. Aber so richtig in der Kurve. Ja. Ich glaube, das hat sich dann da so ein bisschen. Und gleich nochmal, danke dafür. Gleich doppelte Kurve. Die war jetzt schöner gefahren. Okay, davor sind wir die Brücke runtergeklatscht. Das war also keine Kurve. Ah, der will die Strecke noch ein bisschen beleuchten. Finde ich ganz nett. Ja. Hilft dann auch wieder geschafft. Und jetzt ist er weg. Oder sein Strom ist ausgefallen. Besser gesagt, sein Licht. Oh. Da kommt der Bentley. Bei der Kurve hat er sowieso keine Chance gegen uns. Sag ich doch. Da wiegt der Wagen einfach zu viel. Dass er die Kurve bekäme. So, Stromausfall ist jetzt hier auch sicher. Boah. Nicht in die Felsen fahren. Das wäre jetzt hier nicht so optimal. Vor allem nicht auf die letzten, keine Ahnung, 200 Metern. Ah, okay, 400 waren es, aber...
Da sind wir wieder Erster. Und somit auch erster Platz von der Gesamtbewertung. Abgeschlossen. Nice. So. Abgeschlossen haben wir's. Schön. Dann würde ich sagen, machen wir noch die Veranstaltung hier kurz. Und falls die Zeit zu lang gehen sollte, mache ich das im Zeitraffer einfach. Dann werde ich dann später gucken. Bist du bereit, in die Wintermeisterschaft zu starten? Was rede ich da? Natürlich bist du das. Ja, also echt mal, was redet ihr? Was fällt dir ein, da was zu sagen? Was jetzt müssen wir das kaufen? Ah, wie heavy. Ach so. Okay, wegen der Klasse. Was müssen wir hier für eine Klasse haben? S2. Okay, da muss ich mal gucken. Da müssen wir ein bisschen weniger tun. Das mache ich dann wirklich jetzt im Zeitraffer. Hyperkanne. So. Bitch, knock knock, come on this. I'm hot bitch, like a hot bitch. It's tough. I'm locked in, I got this. Radio drop this. Hot shit, just watch this. I fucking promise. Too lit, do not miss your chance to cop this. Will you capture it or just let it slip? Oh, they say I wanna be him, cause my rap is tight. But really, they just give a fuck that I ain't black. I'm white, I'm not anyone else, man. I'm one of a kind. So sit back, relax, and listen one more time. I said I got this, none of this radio pop shit. I drop this, turning back the clock to rock shit. I cop it, said knock knock, I'm on this. I'm hot bitch, like a hot bitch, it's chocolate. I said I got this, none of this radio pop shit. I drop this, turning back the clock to rock shit. I cop it, said knock knock, I'm on this. I'm hot bitch, like a hot bitch, it's chocolate. I love the girls that fuck with my music. Getting referrals from the girls, love to booze it. Party and lose it, that's the life I'm choosing. Not losing, that's my two cents, so use it. You know I'm back, as a matter of fact. I'm better than ever, never been better. I know that I wrote that. Sipping on some coke and no jack. Quit staring, bitch, and take a pic. Kodak, I'm threatening the game. Cause money and fame, they don't affect my brain. It's fucking all the same. I'm sick of hearing about these insta names with insta fame. Take a pic, sick, you're lame. A quick fix to shame. You lick dick for fame. A thick chick is slain. A chick picked too late. I think I've gone insane. I think I've lost my brain. And honestly, I'm a motherfucking novelty. I drop this, turning back the clock to rock shit. I cop it, said knock knock, I'm on this. I'm hot bitch, like a hot bitch, it's chocolate. And I got this, none of this radio pop shit. I drop this, turning back the clock to rock shit. I cop it, said knock knock, I'm on this. I'm hot bitch, like a hot bitch, it's chocolate. Thank you.
Leute, dann würde ich sagen, an der Stelle, nach den Spins, das ist gewesen sein für heute. Lasst gerne Bewertung da und damit haut rein, habt noch einen schönen Abend und damit ciao.